die wir kennen und den Dingen, die wir fürchten, gibt es Türen. Wenn diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Scheiße, was ist hier los? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hilfe! Ich bin hier drin! Hallo! Scheiße! Verdammt! Das gibt's doch nicht! Ah, gut. Hallo Miranda, ich bin's. Nein, bitte. Jetzt keine Vorwürfe. Ich hab keine. Jetzt hör mir gefälligst zu. Gut. Also, pass auf. Ich bin hier in einem Raum eingesperrt. Nein, richtig eingesperrt. Ich weiß nicht wo. Keine Ahnung. Ja. Nein. Ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist. Ich bin gerade eben aufgewacht. Verdammt! Klingt so, als wollte ich dich verarschen. Du musst mir wirklich glauben, bitte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich denke, dass ich betäubt wurde. Nein, ich fühle mich etwas benommen, aber sonst alles okay. Ich habe einen salzigen Geschmack auf der Zunge. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich am Pavor Plaza war. Und danach nur noch ein grauer Schleier. Sonst nichts mehr. Nein, geht nicht. Klar können die mein Handy orten, aber das wäre keine wirklich gute Idee. Weil ich die Tasche voller Dope habe, verdammt. Kapiert? Was meinst du, warum ich am Pavor Plaza war? Ja, tut mir leid. Aber ich stehe wirklich unter verdammtem Stress. Klar, bevor ich hier drin verrecke, werde ich die Cops anrufen. Aber ich dachte, vielleicht schaffe ich es auch so. Nein, ich meine natürlich mit deiner Hilfe. Deshalb habe ich dich hier angerufen. Danke. Ja, ein hoher Raum mit weißen Kacheln. Die Tür ist aus Metall, ziemlich schwer. Geht nicht, die Klinke fehlt. Nein, Neonröhren. Nein, ich denke nicht. So schmutzig und staubig, wie es hier ist. Und Möbel sind auch keine da. Scheint ziemlich verlassen. Ja, oder ein stillgelegtes Krankenhaus oder so. Nur meine Tasche lag neben mir. Ich glaube nicht, dass mir was fehlt. Ja, das ist eine gute Idee. Hm.
Nein, scheint alles massiv zu sein. Warte! Ja, da ist was! Hier ist eine Fliese etwas locker. Ja, vielleicht, ich versuche es. Nein, ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung. Ich habe das Gras ganz normal bezahlt, wie immer. Die hätten echt keinen Grund, auf mich irgendwie sauer zu sein. Außerdem würden die sich doch keinen solchen Aufwand machen, mich irgendwo hinzubringen. Und außerdem wäre dann der Stoff nicht mehr da. Eigentlich gibt es niemanden, dem ich mal ernsthaft geschadet habe. Oder fällt dir da jemand ein? Ja, dachte ich mir. Ja, geil. Oh, danke für den Tipp. Du bist echt die Beste. Das fragst du noch, weil hinter der Fliese wirklich etwas versteckt lag. Ich habe die Türklinke. Und da ist noch etwas. Komisch. Ein leeres Fläschchen Parfum. Dark Star nennt sich die Nein, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Viel interessanter ist, dass die Klinke in dem Versteck gelegen hat. Klar. Klar, das wusste ich schon vorher. Aber ich sag's nochmal, du bist die beste Partnerin der Welt. Danke. Und jetzt schnell. Jetzt wird's nochmal spannend. Ja, es klappt. Oh. Nein, nein, die Tür ist offen. Aber leider ist hier nur ein dunkler Korridor. Sonst nichts. Ich habe wohl keine andere Wahl, oder? Nein, es fällt nur ein wenig Licht von hinten in den Gang. Ja, das werde ich tun. Mann, habe ich einen Durst. Nein, jetzt fällt mir auf, dass mir doch etwas fehlt. Ich hatte zwar eine Flasche Wasser dabei, aber die ist weg. Ja, dann geht's jetzt wohl weiter. Okay, aber hier wird es echt finster. Ja, mein Handy bringt noch ein bisschen Licht, aber viel ist es nicht. Nein. Ich sollte bestimmt auch ein wenig Strom sparen. Ich habe noch 37%. Da benutze ich die Taschenlampe nur, wenn... Au! Oh! Scheiße! Verdammter Mist! Das gibt's doch nicht! Nein! Ich bin irgendwo reingetreten. Keine Ahnung. Auf. Warte, ich seh mal nach. Diese verdammten Arschlöcher. Hier ist ein Nagelbrett. Ja, quer über den Boden gelegt. Das kann doch kein Zufall sein. Weg damit. Ja, ich glaube, dass das jemand extra dort platziert hat. Es lag ja im Dunkeln. Aber da ist noch etwas. Warte mal.
Das ist ein Fahrschein für die U-Bahn. Ah. Salem Road, abgestempelt vor 3 Monaten. Ah. Nein, überhaupt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich da zuletzt gewesen wäre. Ah, Scheiße. Ich habe wohl keine andere Wahl. Hier ist wieder eine Tür. Scheiße. Nein, die Klinke ist da, wo sie hingehört. Ah, wenn ich hier raus möchte, dann muss ich wohl. Ah, aber diesmal bin ich vorsichtiger. Sie ist offen. Oh, immerhin. Hier ist ein Zimmer. Schummriges Licht. Ja, hier brennen Kerzen. Sieht fast aus wie ein Wohnzimmer mit einem Sofa, ein kleiner Couchtisch und ein Fernseher. Warte, da hinten ist noch eine weitere Tür. Nein, aus rotem Holz. Ich versuch's. Fehlanzeige. Aber das ist bestimmt wieder so ein merkwürdiges Spielchen. Hier liegt ein dicker Umschlag. Ich nehme an, dass dort ein Hinweis drin ist, wo der Schlüssel zu finden ist. Ja, genau wie bei der Fliese vorhin. Ich werde mich wohl genauer umsehen müssen. Verdammt, wer macht so etwas? Hier auf dem Tisch, da steht eine Dose. Nein, eine Getränkedose meine ich. Louisiana Blue Coke. Sie ist zwar geöffnet, aber noch voll. Scheint ganz normale Cola zu sein. Aber sie hat noch Kohlensäure, die steht hier also nicht lange. Doch, das sollte kein Problem sein. Ich habe schließlich echt Durst. Komisch eigentlich. So lange war ich doch gar nicht bewusstlos. Warte mal. Das hilft ein wenig. Also, zumindest wollen die mich nicht verdursten lassen, ne? Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich schwöre dir, wenn ich herausfinde, wer dahinter steckt. Ja, du hast recht. Ich sollte erst mal versuchen, hier rauszukommen. Nein, alles okay, aber hier ist etwas unter die Dose geklebt. Sieht aus wie ein ausgeschnittenes Foto oder so, aber mit dem Bild zum Dosenboten. Warte, ich leg dich kurz weg. Scheiße. Hey Miranda, da bin ich wieder. Bist du zu Hause? Nun sag schon, bist du oder nicht? Gut. Dann geh jetzt sofort zu deiner Haustür und sieh nach, ob sie gut verschlossen ist. Okay, dann zieh die Vorhänge zu und mach das Licht aus. Ja? Bitte, tu es einfach, okay? Ich will einfach nicht, dass die dich auch kriegen. Ich sag doch, ich weiß nicht wer. Aber sie haben es gar nicht auf mich abgesehen. Ich befürchte, ich bin nur der Köder. Ja, es war wirklich ein Foto. Es ist das Bild, was wir gemacht haben bei unserem Bowlingabend vor 3 Monaten. Mit Tom und Josie. Der Abend, als die so schlecht wurde. Ja, richtig. Und jemand hat deinen Kopf daraus geschnitten und unter den Dosenboden geklebt. Nein, das ist nicht alles. Da ist ein Herz über dein Gesicht gemalt. Und zwar mit Blut.
Das Ganze ist nun wirklich kein Spaß mehr. Ich sollte nun so schnell wie möglich hier rauskommen. Ich hoffe, dass ich in dem Umschlag einen Hinweis finden werde. Das muss ein Verrückter sein. Ein Stalker oder so. Und der hat dich bestimmt beobachtet. Über längere Zeit. Und wenn er weiß, dass ich dein Freund bin, dann weiß er auch, wo du wohnst. Oh nein. Hier ist... Also... Dieser Kerl ist wirklich vollkommen irre. Er hat mich auch beobachtet. Er muss mich dauernd beobachten. Seit mindestens 3 Monaten. Mann! Nein, der verdammte Fernseher ist angegangen. Bisher ist nichts zu sehen. Das Bild ist völlig verrauscht. Warte, jetzt erscheint da eine Gestalt. Das ist ein Kerl. Ich weiß nicht, er trägt eine Gummimaske. Das ist ein Tier, ein Wolf, glaube ich. Nein, das ist eine Hyäne. Aber Daniel, wie geht es dir? Ich hoffe, dass dir mein kleines Spiel Spaß macht. Kannst du das mithören? Nein, das ist bestimmt eine Aufzeichnung. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, Daniel. Über dich. Und über das, was du vor 3 Monaten getan hast. Eine Geschichte, die mir gefallen hat. Ich muss auflegen. Ich rufe dich gleich zurück. Du denkst, dass du alle Geschichten über dich kennst. Aber vielleicht kennst du bei manchen Geschichten nur den Anfang und nicht das Ende. Denn manche Geschichten beginnen mit dir, aber sie enden mit anderen Menschen. Und damit du verstehst, wie andere Menschen die Geschichten erleben, die mit dir begonnen haben, bist du hier. Ich hoffe, dass du die Geschichte besser spannend findest. Ich fand sie auch spannend, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Aber ich fand sie nicht lustig. Ich fand sie traurig. Weißt du, Daniel? Ich habe geweint. Ich habe tagelang nur geweint. Hast du alle Hinweise gefunden, die ich dir geschickt habe? Das Parfum. Darkstar. Ein Hauch des Verruchten. Der Fallschirm. Was hast du nur an der Silent Note gemacht? Dann das Foto von... Wie heißt deine Freundin? Miranda? Und gefällt dir der Inhalt? Dieses verführerische, kleine, schwarze Spitzenhäschen? Denk weiter nach, Daniel. Denk nach über diese Geschichte. Und denk über dich nach. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm schon. Was? Das kann doch nicht... Hallo Daniel, bist du es wieder? Hier ist Miranda. Aber... Tja, da bist du platt, was? Was soll das? Warum bist du hier? Warum ich hier bin? Ich will dir den letzten Hinweis überreichen. Er ist hier, in diesem Paket. Und es ist wahr. Ich habe wirklich geweint, als ich es herausgefunden habe. Was meinst du? Ich weiß nicht... Der Bowlingabend. Ich musste nach Hause, weil ich krank wurde. Hast du Josie nicht nach Hause begleitet? Und was ist dann passiert? Hey, Liebling. Ich kann das erklären. Das ist wirklich blöd gelaufen. Und wir hatten ja auch getrunken und... Ich verzeihe dir. Es ist gar kein Problem mehr für mich. Bitte? Ja, wirklich. Öffne noch das letzte Paket, den letzten Hinweis, und dann kannst du einfach hier rausspazieren.
Wirklich? Ja, wirklich. Und dann bin ich auch nicht mehr böse auf dich. Also gut. Ich verspreche dir auch danach, dass ich... Oh mein Gott! Ach ja, das habe ich vergessen. Während du hier geschlafen hast, war ich fleißig. Ich soll dir einen Gruß bestellen von Josie. Und ich habe dir was mitgebracht von ihr. Du hast ihr den... Ihren hübschen Kopf, ja. Du bist verrückt. Du bist völlig verrückt. Damit kommst du nicht durch. Egal, wer du bist. Ich werde die Polizei anrufen und... Na, hast du Bauchschmerzen? Was ist das? Die Cola, die du so gierig getrunken hast. Gar nicht gesund, das Zeug. Zu viel Zucker, zu viel Koffein. Oder war da doch noch mehr drin? Zum Miststück. Wer ist hier das Miststück? Es war alles deine Idee. Ich schätze, du hast noch eine Minute darüber nachzudenken. Bis dahin. Bye, bye, Daniel.